Früher mal gut aus. Und jetzt? Ja, ja. Wir werden alle nicht jünger. Hast du mal Helfpflaster? Danke. Ach, Benni. Schau, du musst doch auch hier bleiben. Und jetzt, wo du einen Auftrag für die neue Schule kriegst. Bis jetzt habe ich nur den ersten Preis. Aber das ist doch das Gleiche. Aber wenn ich den Auftrag kriege, dann mache ich den ganzen Schuppen hier um. Baue ich eine Heizung rein und einen Kamin und ein richtiges Klo mit Wasserspülen. Und dann wird es dir wirklich hier gefallen. Mir hat es hier immer gut gefallen. Bloß dir nicht. Sei ehrlich. Du passt doch gar nicht auf so einen Hof. Das ist alles schwierig. Ich find bloß einen. Hat einer von euch meinen anderen Socken gesehen? Vielleicht hat ihn der Daniel gesehen. Kann ich ja mal fragen. Der hat ihn aber nicht. Hilfst du mir mal bitte? Ja. Oh. Kriegst ihn schon kaputt. Verbandszeug ist draußen am Wagen. Meinst du, dass es sich noch lohnt? Ja. Ja, das könnte hingehen. Ja. Karlchen hat ihn mal sehr geliebt. Karlchen hat sowieso ein großes Herz. Wo ist sie denn überhaupt? Draußen auf dem Hof. Ja, schau. Ich guck mal. Ich habe einen Handfeger gesucht. Ach so. Ich habe gerade daran gedacht, als ich das erste Mal hier in der Scheune war und all die Spinnweben und das Durcheinander gesehen habe. Und was inzwischen so alles war. Und wie es jetzt weitergehen soll mit uns. Und überhaupt. Ja, ist doch ganz einfach. Steh doch bitte mal auf. Jetzt glaubst du mir nicht. Hey, du, ich mein's ernst. Sag bloß, du denkst jetzt an Benedikt. Ich kann an euch nicht einzeln denken. Dann wird es Zeit, dass du es endlich lernst. Ich muss jetzt spazieren gehen. Aber allein. Mann, oh Mann. So geht's doch nicht weiter. Blöde Scheißfänger, geht's doch weg, oder? Ich hab den Baum nicht kaputt, grüß Gott. Yeah, Fräulein Karlchen, grüß Ihnen Gott. Hier haben Sie also Ihren Zaubergarten. Was heißt, ich hab ihn? Die Wühlmeise haben ihn und die Maulwürfe haben ihn. So was. Und jetzt kommen noch diese blöden Vögel daher, ja, die starren und rauben mir meine ganzen Kirschen. Was geht's weg? Was ärgere ich mich? Wie geht's, Fräulein? Gut. Möchten Sie Erdbeeren? Ui. Da ist eine, bitte. Danke. Sind schon leider die letzten. Aber die wollen nicht reifer werden. Und bevor sie eine andere frisst. Sind aber gut. Ja, schmeckt's. Nehmen Sie Platz, Fräulein. Und nehmen Sie bitte Erdbeeren.
Ja, jetzt, wo Ferien sind, da hab ich endlich auch ein bisschen Zeit für Unkraut. Was macht der Herr Lehrer und der Architekt? Sind schon in die Ferien? Noch nicht. Wahrscheinlich, weil ich noch da bin. Na und? Ach, es ist alles so schwierig. Immer waren wir so schön zu dritt. Und jetzt? Und jetzt ist halt einer zu viel, ne? Na, endlich. Das sagen Sie. Na, wissen Sie auch schon, welcher von den zwei zu viel ist? Ich weiß es nicht. Das ist es ja gerade. Na, und die beiden? Fräulein Karlchen, ich habe eine Schwester, ja? Was ich auch nicht hat können entscheiden, zwischen zwei Feldwebel beim Militär. Und was ist geblieben? Eine Jungfer ist geblieben. Eine alte Schachtel. Vielen Dank für die Blumen. Ja. Ja, ich muss jetzt gehen. Und bevor ich losfahre, komme ich nochmal vorbei. Fein. Wiederschauen, Gumpi. Wiedersehen, Fräulein. Jetzt weg da, Räuber, Elendige! Raub ihr die Sakramenti noch einmal! Wo ist denn der Benedikt? Das hörst du doch. Hey, Musikfreund, komm mal raus! Ja? Du, ich hab ne Idee. Ja? Wir fahren nach Passau. Warum denn ausgerechnet nach Passau? Na, Passau ist schön. Ich war da mal auf einer Vertretertour. Ja. Wo du nicht alles warst. Keine Lust? Doch, doch, doch. Und was ist mit dir? Ja, doch, ich auch. Wenigstens einmal möchte ich mit euch eine Reise machen. Soll es denn viel länger sein? Ja, wenn du zusammen wirst, du schon. Ja, gut. Fahren wir nach Wasser. Nee. Ich wollte mich bloß von Ihnen verabschieden, Gumpi. Und den vermache ich Ihnen zur Erinnerung. Ja. Vielleicht finden Sie Verwendung für ihn. Vielleicht für die bläden Felgen. Ja. Und das klingt ja, wie wenn Sie nicht mehr wiederkommen, Fräulein. Ich fahre jetzt mit den beiden noch nach Passau. Ja. Und dann gehe ich zurück in den Westerwald, in unsere Töpferei. Vorläufig. Und was dann wird? Na ja. Und Sie meinen, Fräulein, haben Sie denn nicht entscheiden können für einen? Die beiden tun es ja auch nicht. Haben Sie ihnen gesagt, dass Sie jetzt endgültig weg? Noch nicht. Leben Sie wohl, Gumpi. Und danke. Sie waren immer so nett zu mir. Also das tut mir schon sehr leid, Fräulein Karlchen. Fräulein Karlchen, Moment. Warten Sie ein bisschen. Ich bin gleich wieder da, ja? Ein Moment, ja? Moment, ich komm gleich. So, hab ich mir gemacht. Ein Streitzer, bitte. Oh, danke. Wiederschauen. Wiedersehen. Und da tue ich eine Blume hinter mein Ohr. Ja. Na? Gute Reise. Na, ist denn los geworden? Aha. Wieder ein Abschied. Gute Fahrt wünsche ich. Guck mal, hier ist die Nibelungenhalle. Die müssen wir uns eigentlich angucken. Was meinst du, Benedikt? Ach, ich hab was gegen die Nibelungen. Schon seit meiner Schulzeit. Und du? Ich hab Durst. Och, wisst ihr, macht mir wirklich nicht leid. Wollen wir uns irgendwo was anderes ansehen, außer den Nibelungen? Doch, Kirchen. Passau hat 11 Kirchen. Etwa alle? Nein, aber wenigstens den Stephansdom. Der die berühmteste Orgel der Welt. 17.000 Pfeifen und 215 Register. Ha. Dagegen kannst du dein Stereogerät wegschmeißen. Guck mal, das ist sie. Damit wird ein einzelner Mann fertig. Als Organist. Ich weiß nicht. Ich habe sie noch nie spielen gehört. Aber ich glaube, die dröhnt einem fromm. Ob man will oder nicht. Wo ist denn der Benedikt? Na,
Er ist da hinten irgendwo. Ja, dann such ihn. Sag mal, geht es nicht langsam zu weit? Warum? Nee. Kaum habe ich dich endlich mal alleine, schreist nach dem Benedikt. Psst, du schreist. Ich möchte mit dir reden. Und ich will mir die Kirche anschauen. Zeitung. Lies mal. Das Regensburger Architektenbüro Friedrich Schusenbach den Auftrag für den Bau der Schule erhalten will. Mann, oh Mann, das ist eine Sauerei. Der Schuss hat doch bloß den zweiten Preis gemacht. Ja, hat aber sein bewährtes Bauteam und arbeitet mit ortsansässigen Baufirmen zusammen. Vor allem hat er die richtige Partei und du nicht. Da steckt der Finkenzähler dahinter. Und seine Töchter. Kann sein. Sag aber Karlchen nichts davon. Er hat sich so auf Passau gefreut. Spielen wir Passau für Karlchen. Donau. Das ist der Inn. Die Donau. Und das hier hinter dem Schiff, da rechts an der Burg vorbei, das ist der Ilz. Schon wieder drei. Das ist ein Scheißverhältnis. Hast du uns deshalb hierher geführt? Nein. Nein, das ist purer Zufall. So symbolisch kann ich gar nicht denken. Auf alle Fälle, Karchen ist die Donau. Ich rede von Flüssen. Heißt es nicht überhaupt die Ilz? Ja, ich würde auch sagen, die Ilz. Oh, ihr macht mich langsam schwach. Peter, kanntest du meine Ilz? Kenne ich immer noch. Meine Mutter, die heißt Ilse. Moment mal. Was ist denn nun wieder los? Verzeihen Sie. Wir hätten eine Frage. Ist der Fluss da hinten der Ilz oder die Ilz? Tja, das war von mir die Ilz, ne? Aha, danke. Also, ein völlig anderes Dreiecksverhältnis als unseres. Zwei Mädchen und ein Mann. Sie sind aus Hamburg, nicht? Nee. Nee. Nicht ganz. Aus Wedel. Aus Wedel? Und alles per Flüsse bis hierher? Ist es nicht ein bisschen umständlich? Bitte. Oh, danke. Umständlich? Nö. Wir liegen hier in Krems. In Österreich. Ein Hamburger an der Donau. Wir laden Stahlbleche für Rumänien. Aha. Susanne, wollen wir nicht so? Ja, gleich. Sagen Sie mal. Kennen Sie hier ein gutes Restaurant zum Essen? Ja, und was hatten Sie denn gedacht? Kneipe mit Kapelle oder lieber still? Ich sag schon immer, wo keine Musik ist, ist vielleicht die Küche besser, ne? Wo gehen Sie denn immer essen, wenn Sie hier sind? Ja, das ist schon wieder am Hafen da unten, ne? Ja, mir stinkt's ja auch. Die plaudern immer noch. Erst lockt sie uns nach Passau, dann lädt sie diesen Schiffer zum Essen ein. Was hat sie mit ihm vor? Ganz einfach, sie findet ihn nett. Wenn Karlchen jemanden nett findet, dann muss sie ihn eben kennenlernen. Ob er will oder nicht, erinnere dich doch daran, wie sie uns kennengelernt hat. Hätte sie nur einen von uns kennengelernt, hätten wir jetzt keine Probleme. Mann, oh Mann, war das früher noch alles einfach. Ja. Und diesen Viet hier, diesen Schiffer, wie werden wir den wieder los? Stellt euch vor, Herr Viet hat uns eingeladen. Wir sollen sein Schiff angucken. Und wisst ihr, wie es heißt? Charlotte. Ah. Genau wie ich. Ist das nicht irre? Ja, das ist irre. Seefahrt ist schön. Es fehlt bloß eine Mundharmonika. Irgendwo habe ich noch eine. Ich guck mal nach. Ach, guck mal. Die Venus oder irgend so ein anderer Stern. Morgen ist alles vorbei.
Was heißt denn das? Ich fahr heim. Endgültig. Ich muss. Es hat doch keinen Sinn zu dritt. Karin, hast du uns hierher gelockt, um uns das zu sagen? Auf dem Hof wäre es mir viel zu schwer gefallen. Und außerdem wollte ich noch mal eine Reise mit euch machen. Und wo Prag schon nicht geklappt hat, wenigstens Passau. Es ist doch schön hier, hm? Ich find's schön. Es war überhaupt. Bitte. Danke, Fiete. Du trinkst ja überhaupt nichts. Dafür trinkt unsere Charlotte umso mehr. Ach, ich will nicht spielen. Na denn, Prost. Prost. Das ist ja wohl ein drolliges Verhältnis mit euch drei. Wir sind Freunde. Lauter Heilige, wa? Bei der. Fiete? Sagen Sie, fahren Sie nicht morgen früh hier raus? Jo. Können Sie die beiden nicht ein Stück mitnehmen? Tja, ist mal ein bisschen beengt bei mir, ne? Und wenn mein Bootsmann kommt? Ja, aber wenn's Wetter schön ist, können die beiden noch hier an Deck schlafen? Ja, aber Moment. Sag mal, uns fragst du wohl gar nicht, was? Das ist ja gediegen. Hier bestimmt ja wohl Charlotte, wa? Noch einmal? Wo ist denn der Daniel? Der hat einen Knochen irgendwo. Ja, der muss jetzt von Bord. Und ich gehe auch gleich. Ach so, ja. Ich mag keinen langen Abschied. Wiederschauen. Wiederschauen. Macht's gut. Himmel, wo ist denn meine Handtasche? Hey. Ach, hier. Du kannst ja doch. Wo willst du denn hin mitten in der Nacht? So betüdelt könnt ihr sie doch nicht einfach fahren lassen. Doch. Hey, Benedikt. Ich komm gleich rauf. Wo willst du denn hin? Ich hau ab. Erstmal zurück nach Nebel, Koffer packen und dann nach Berlin. Dann? Keine Ahnung. Irgendwas wird sich schon ergeben. Hey, der Ben. Du bleibst natürlich im Haus wohnen, solange du Nebellehrer bist. Du, Karlchen. Ist das bloß, weil du den Auftrag nicht gekriegt hast? Ja, auch. Und überhaupt, ich hab's mir überlegt. Ich steige aus, nicht Karlchen. Boah. Das ist ein kurzer, edler Abgang. Und Karlchen? Sag, ich hätte das Landleben satt. Ich müsste mal wieder Großstadtluft schnuppern. Mann, oh Mann. Schippert ihr zweimal die Donau runter. Ihr passt sowieso viel besser zusammen. Tschüss, du. Mann, oh Mann.
Okay, Ben. Ben, deine Adresse. Schreib euch. Brummschädel? Ja, ein bisschen. Komm vom Mundharmonikaspiel. Nee, vom Saufen. Wo ist denn der Benedikt? Er ist fort. Lässt dich grüßen. Danke. Ganz fort? Mhm. Das wäre so die beste Lösung. Mir gefällt es hier auch. Einmal zweiter nach Nebel, bitte. Einfache Fahrt oder hin und zurück? Hm? Nee. Nur zurück. Um 17:07 in Nürnberg umsteigen. Nürnberg umsteigen. Über Regensburg, ja, neu mal auf Oberpfalz. 18 Uhr. Dankeschön. Schauen wir aber mal rein da. Berlin Stadtbahnhof, zweimal. Einfach. An Benedikt denken.